Geld, wenn die ganze Zeit am Ort begrüßen. Wir sind jetzt eigentlich schon so weit, dass wir losfliegen können. Es fehlt leider immer noch unser erster Offizier. Wir haben auch keine Ahnung, wo er sich jetzt hier am Flughafen befindet und ob er schon am Flughafen angekommen ist. Aber ich nehme das mal sehr an.
gleich trotzdem nochmal Getränke anbieten und dann allerdings die Kabine auch schon bald zur Landung vorbereiten. Die Station in Frankfurt ist darüber informiert, dass wir zurückkehren. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht versprechen, ob ich schon Informationen bekommen werde, bevor wir in Frankfurt landen, wie es für Sie weitergeht. Da gibt es im Grunde genommen jetzt zwei Möglichkeiten. Der Einsatz wird jetzt schauen, ob ein Ersatzflugzeug und eine Ersatzcrew darstellbar sind für heute oder ob gegebenenfalls eine Umbuchung auf morgen stattfindet. Das werden die Kollegen dann am Boden sagen können. Sollte ich entsprechende Informationen noch vor unserer Ankunft bekommen, werde ich Sie das natürlich wissen lassen. Ansonsten kann ich im Augenblick auch für später nur an die Kollegen am Boden verweisen. Die werden dann weitere Informationen für Sie haben. Ladies and Gentlemen. Aber heute haben wir wieder gute Nachrichten und Lufthansa stellt uns ein Flugzeug zur Verfügung und kriegt uns die Ringe eine frische Crew. Und der Abflug für alle Passagiere wird heute Abend um 18 Uhr sein. Und dann geht es dann nach New York mit einem anderen Flugzeug, mit der Route Embassy. Wir sind alle aus dem Standby aktiviert worden. Ein Flugzeug ist hier herangeschoben worden und
Es sind jetzt alle Passagiere an Bord. Es werden gerade noch die letzten Gepäckstücke verladen. Die mussten ja umgeladen werden. Das dauert noch knapp 10 Minuten, dann geht's los. Flugzeit heute 7 Stunden 40. Wir werden wahrscheinlich so gegen kurz vor 8 New Yorker Zeit in New York landen. Es wird jetzt ein bisschen ruhiger, als es vorher war, und wünschen dann angenehm und ruhigen Aufenthalt bei uns an Bord. Thank you. Quasi verschwunden. Nichtsdestotrotz ist deren Gepäck aber wohl jetzt doch nochmal verladen worden. Das geht allerdings aus regulatorischen Gründen nicht, dass Gepäckstück ohne Passagier fliegt. Und die Gepäckstücke sind im Container, der im Rumpf ist, der muss nochmal ausgeladen werden, wird jetzt manuell durchsucht, und sobald diese Gepäckstücke gefunden sind und ausgeladen wurden, geht es dann los. Ich vermute mal, das dauert mal mindestens 15 Minuten. We're using Lufthansa 400 Heavy 1-2000 for takeoff. Lufthansa 400 Heavy, near approach, flying 260, vector ILS, runway 22 left, approach, it is uniform. Lufthansa 400 Heavy, turn right heading 260, expect to vector 22 left ILS, and we have not uniform.
Alpha Sunset 400 heavy, 3 miles from Zalpo, turn left heading 250, maintain 2000, full established, good Isles runway 22 left approach. Lufthansa 400 heavy, left heading 250, maintain 2000, full established, good Isles 22 left. Delta Sig Crescent Endeavour 5147, turn left heading 340, descend maintain 2000. Left 340, descend 2000, Endeavour 5147. Air France State Heavy, descend maintain 2000. Descend maintain 2000, Air France 008. Delta 1806, reduce speed to 170. Flying 170, Delta 1806. Lufthansa 400 Heavy, contact Kennedy Tower, 119.1. Lufthansa 400 Heavy, 119.1, so long. Good evening, Lufthansa 400 Heavy, ILS 2-2 left. The 400 Heavy, Candy, good day. Caution, wake turbulence, fine heavy, 777. Wind 2009, or wake 22 left, good land. Lufthansa 400 Heavy, get to land, 22 left.